So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Far Cry 3. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja schon angekündigt, dass wir hier die ganze Welt von Far Cry 3 richtig genießen werden. Wir werden hier die volle Ladung Action erleben und. So, wir sind jetzt hier in Amanaki. Das ist Dennis, der uns ja aus dem kalten Wasser rausgezogen hat. Und dann gehen wir jetzt, in dieses Waffengeschäft. Ich komme später nochmal zurück. So, wir kaufen uns also diese Faustwaffe. Was möchtest du kaufen? Na, schauen wir uns doch mal an. So, da ist also jetzt diese Faustwaffe, die wir uns holen sollen. Die anderen sind noch gesperrt. Ja, dann würde ich doch sagen, kaufen wir doch einfach mal, oder? Klar. So, wir rüsten das aus. So, da musste ich mich gerade mal kurz räuspern. So, das heißt, wir haben jetzt hier vier Waffenslots. Wir können aber nur eine tragen bis jetzt. Das muss ich dann auch mal ändern. So, jetzt schauen wir mal. Anpassen. Können wir da irgendwas... Keine Aufsätze für diese Waffe verfügbar. Gut, ja, Lackierung brauchen wir nicht. Uninteressant. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn da sonst noch? Munition. Ja. Inventar auffüllen. Kauf nicht möglich, nicht genug Geld. Oh, shit. Oh ja, wir haben kein Geld. Ja, okay, gut. Dann gehen wir einfach mal zurück. Online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Okay. Funktürme online bringen. Was haben wir denn da? Escape. Okay, da haben wir was mit der Waffe. Interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir machen weiter. Wir folgen also jetzt Dennis. Dann folge mir, mein Freund. Neues Tutorial. Gratiswaffen. Du kannst Waffen in Shops unter Schlupf kaufen, aber wenn du Funktürme aktivierst, achso, das ist einfach nur das Zeichen dann wahrscheinlich später dann für die Map, aktivierst, sind bestimmte Waffen kostenlos. Das hört sich immer gut an. Aktiviere Funktürme, erhalte Gratiswaffen. Da würde ich sagen, machen wir doch gerne. Gratiswaffen werden immer wieder gerne genommen. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel, aus der Insel. Du musst das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du... Du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Okay. Dann wollen wir mal die Störsender von den Funktürmen entfernen. Ja, der Dennis hat hier aber auch die Ruhe weg, ne? Ja, du geh. Okay. Da sehen wir den Funkturm. Dann müssen wir da jetzt hoch. Das ist also jetzt unser Ziel. Ich würde sagen, bevor... Aha, schießen und mit rechts zielen. Okay. Alles klar. Schießen tun wir jetzt noch nicht. Ladies and men. Ja gut, dann nicht. Wir gucken mal eben, ob wir hier noch irgendwelche Sachen finden. Nö, hier nicht. Ah, eine Kiste. Halten, um Kiste zu plündern. Wildschweinfetisch und $29 und wir haben ein bisschen Munition gekriegt. Das ist doch schon mal nicht schlecht, weil wir brauchen ja jetzt alles Mögliche, ne? Aha, das war, glaube ich, Munition gewesen. Gut. Also wir sollten alles durchsuchen hier. Gerade am Anfang. So, da haben wir noch eine Kiste. Aha, eine Spielkarte. Können wir ein bisschen Karten spielen und vor allen Dingen $23 noch dazu bekommen. Das ist wichtig. Okay. Da hinten war nichts gewesen. Okay.
War hier noch was? Nee. Geh zum Funkturm. Okay, dann machen wir das jetzt. Wir werden dann jetzt mal unsere allererste Mission in Far Cry 3 angehen. Jawoll. Ist hier noch was? Liegt hier was? Da liegt Geld. Okay. Super. $83 waren das mal eben. Mal eben so. Cool. Vorhin hatten wir noch nicht mal genug Geld, um Munition zu kaufen. Hier noch was versteckt. Okay, dann gehen wir jetzt zum Funkturm hoch. Ziemlich dunkel. Muss ich mal so feststellen. Ah, sieht es nicht so aus, als wenn es ganz langsam wieder heller wird? Ja, ja, ich glaube, es wird wieder ganz... Ja, sicher, sicher. Die Sonne kommt, glaube ich, ganz langsam raus. Sehr schön. So, und wir können hier also auch ein bisschen schneller laufen. Naja, etwas. Das muss der Funkturm sein. Erreiche die Spitze des Funkturms. Oh, 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 oh. Oh, was habe ich denn da gehört? Da hat was gefaucht. Eine Schlange. Escape. So, Schlangen. Kaum ein Tier wird von den Insulanern so verabscheut wie die Schlange. Sie gilt als unsauber. Sie gilt als unsauber? Sie zu essen ist tabu. Schade, Schlangen sollen nämlich sehr gut schmecken. Schlangengift von Rock Island wurde in den 50ern von der CIA verwendet, um Geheimnisse aus russischen Wissenschaftlern herauszufoltern. Aber auch als Alternative zu Wermut und Martinis. Aha. Na gut. Ja, lustig. Okay, die haben wir jedenfalls abgeknallt. Haben wir hier... Ah, hier haben wir eine Kiste. Söldnerhundemarke und $36. Okay. Ja, es ist ja immer sehr oft der Fall, dass irgendwo hinten noch was versteckt wird. Aktiviere Funktürme, um die Karte aufzudecken, Waffen kostenlos im Shop freizuschalten, neue Übergabeaufgaben freizuschalten. Aha, das sind dann also so Zusatzmissionen. So, hier haben wir ja gleich zwei Kisten. Mini-Taschenlampe. Sehr gut. Kubanische Zigarren. Naja, gut. Ich bin nicht Raucher. Und ich hoffe, ihr auch. Von daher war das jetzt nicht ganz so wichtig für uns, ne? Aber gut, wir sind ja hier nicht im RL. Ich denke mal, die werden wir sicherlich irgendwie zu Geld machen können. Alter Schwede. Ist das geil. Und das sieht schon ganz anders aus, wenn die Sonne rauskommt. Geil. Okay, wir gehen weiter. Hier war eine Leiter. Und noch höher. Also hier muss man schon schwindelfrei sein. Huch. Uah. Ja. Wir kommen der Sache schon näher. Und es geht noch höher. Nicht runtergucken. Nein, nicht runtergucken. Nicht runtergucken. Nicht runtergucken. Okay. Oh, scheiße, wir haben runtergeguckt. Oh, eine Kiste, eine Kiste. Puppenkopf. Naja, gut, aus dem Alter sind wir raus, aber $38. Aus dem Alter wird man nie rauskommen. Darum erklimmen wir jetzt mal hier wie Reinhold Messner diesen Turm. Boah, ist das geil. Schalte das Störgerät ab und hier werden Kartendaten und wichtige Orte dieser Region angezeigt. Deaktiviere den Störsender, sehr schön. Und im Moment sehe ich mal, ach guck mal an, da unten ist auch noch was am Strand. Am Wasser, da stehen irgendwie Container. Da hinten, das sieht doch aus wie ein Kirchturm. Boah, sieht das einfach nur geil aus. Da hinten blinkt irgendwas. Das könnte der nächste Funkturm sein. Geil. Das sieht einfach nur geil aus. Ach, hier haben wir ja noch eine Kiste. Joker-Spielkarten und $60. Na, klasse. Und hier haben wir... Jetzt gehen wir... Ah, los. Und weg mit dem Störsender.
Wir sind auf Sendung. Hallo, hier ist Reichsgrafen TV. Wir senden ab jetzt täglich live hier direkt aus Far Cry 3. Jeden Tag um 17 Uhr eine neue Folge. Ja, das müsste ja mal sein. Okay. Benutze die Seilrutsche, um schneller unten zu sein. Ja, cool. Sowas benutze ich auch im RL immer ganz gerne. Ja, dann würde ich mal sagen, huch. Und ab geht's. Hallo Dennis. Kopf einziehen. Nette Fahrt, ha? Ja, super. Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Öffne die Karte mit M. Okay. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Okay. Dennis Rogers. Dennis Rogers. Nach dem, was ich über das Netz herausfinden konnte, ist der Mann, der sich Dennis Rogers nennt, in Liberia aufgewachsen und mit 18 nach Amerika ausgewandert. Aus unbekannten Gründen verließ er das Land 10 Jahre später wieder. Er tingelte von Job zu Job und landete irgendwann auf Rook Island. Die klassische Aussteiger-Story. Okay. Erreicht das Jagdgebiet. Aber vorher schnappen wir uns hier noch. Das haben wir gar nicht gesehen, ne? Seilrutsche. Hey, wie kommt ihr dazu, die Stromkabel als Seilrutschen zu benutzen? Ist ja nicht so, als wären die Dinger von einem höheren Wesen extra für euch dahingestellt worden. Die Kids sind so gnadenlos heutzutage. Eines Tages führt eine von denen direkt in einen Vulkan. Merkt euch meine Worte. In einen Vulkan. Okay, 8 neue Karten sind im Shop erhältlich und zack und zupp und zipp und zack. Alles Mögliche ist da erhältlich. Okay, wir sollen jetzt da in dieses, da hinten, wo das blinkt, in dieses Jagdgebiet. Da würde ich doch sagen, machen wir doch einfach mal schon mal unsere erste Spritztour. Darren, was? Ach, Darren. Ach, das ist der Wagen. Hauptkonkurrent des River Wirtschaftswunders Rock. Okay, das brauchen wir nicht unbedingt. Also, ich denke, das Auto, das kriegen wir auch so. Neues Tutorial, fahren. Beschleunigen, blablabla, lenken, Handbremse, nach hinten sehen, Sitz wechseln, C. Okay, das ist noch wichtig. Ja, dann würde ich mal sagen, ne? Fahren wir mal los hier. Oh, sehr schwammig. Das ist aber eine komische Karre. Die fährt sich aber extrem schwammig. Hui! Schwammi, schwammi. Uah. Okay, einen Moment. Hier scheint irgendwie das Jagdgebiet zu sein. Wir steigen am besten mal hier aus. Was wird denn hier angezeigt? Irgendwas mit Diamant? Okay, das ist aber dann wohl nicht hier. Das könnte dann irgendwie vielleicht in einer Höhle sein. So, wir sind nur noch etwas über 100 Meter von dem Jagdgebiet entfernt. Erreicht das Jagdgebiet des Dschungels. Okay. Pflanzen und Tiere besorgen.
Aber welche? Oh. Okay. Töte heute 2 Wildschweine und sammle 3 Pflanzen in der Nähe des Jagdortes. Okay, Wildschweine und die Pflanzen. Pflanzen werden uns auch... Ja. Also gut. Okay. Du schaffst das. Wildschwein. Ich hoffe, du bestehst nicht auf koschere Küche, denn Wildschweine sind die Hauptnahrungsquelle auf Rock Island. Okay. Jetzt gehen wir mal dahin. Hab ich dich. Alter, hör doch mal auf zu rollen. Mach hier nicht die Rolle. Ah, so. Ein Wildschweinfell haben wir schon. Jetzt müssen wir mal gucken. Da oben wurde noch eine Pflanze angezeigt. Okay. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, die Pflanze? Ich sehe sie hier nicht. Hallo? Hä? Ach da! Mein Gott, blind? Ja.